der erste große Durchbruch für uns im Verleihsektor war sicherlich unser René zu Prag, dass wir diesen tschechischen Markt damals gesucht haben und auch gefunden haben. Und der zweite Durchbruch war sicherlich? Ja, Star Wars würde ich sagen, mit George Lucas. Den Film haben wir Ende der 90er Jahre ausstatten dürfen mit unseren Objektiven. Die waren damals, haben schon angefangen bekannt zu werden. Heutzutage ist es so, in der Stadt, wo du sitzt, sitzt du falsch. Wir haben damals schon erkannt, wenn wir in München sitzen, sitzen wir auch nicht richtig. Weil in München werden dann vielleicht 3 Tage gedreht, der Rest wird dann irgendwo in den Bergen gedreht oder wer weiß wo, oder im Ausland. Wir haben 2 Entscheidungen gemacht. Und zwar, erstens haben wir uns entschieden gegen den, oder nicht für den regionalen Markt Deutschland, sondern international. Das war eine starke Entscheidung. Die zweite Entscheidung ist, dass wir uns für das komplizierteste Produkt als Hersteller entschieden haben, das es gibt in der Branche. Das sind anamorphotische Objektive, das ist so wie ein turboladender V12-Motor. Ja, das machen wenig Hersteller. Du musst eigentlich dich ausbreiten. Du musst überall den Kunden hinbegleiten, du musst überall für den Kunden da sein. Und da ist es dann egal, wo das Hauptquartier ist.